Die folgende Sendung wird gesponsert von Joy, dem Trendmagazin für junge Frauen. Ich habe überlegt, dass ich vielleicht gleich mit der Schule aufhöre. Also, das musst du mir jetzt erklären. Danke. Was? Solange du die anderen 5 nicht auch gekauft hast. Was? Ja. Schrödenbecker meinte, dass erfahrungsgemäß der Verkauf noch ansteigen wird. Oh, komm, du hast hier Käse. Mach nichts, los, komm. Ja. Ja, hey. Es ist kalt. Was ist denn los? Ich kann nicht, entschuldige. Ist schon okay. Ich warte draußen auf dich. Morgen. Morgen. Gut geschlafen? Ja, doch. Und du? Ich kann nicht klagen. Frische Brötchen. Danke. Die hast du doch geholt, oder? Ja, manchmal muss man eben wegfahren, um zu merken, wie gut man es zu Hause hat. Wie geht's dir eigentlich? Mir? Gut, warum? Ja, obwohl sie den Direx-Posten jemand anderem gegeben haben. Ach, wer weiß, ob ich dafür überhaupt der Richtige gewesen wäre. Ich glaube, mit Frau Neuhaus haben sie eine ganz gute Wahl getroffen. Keine verletzten Eitelkeiten oder so? Na ja, ein bisschen enttäuscht schon. Aber ich kann das akzeptieren. Außerdem gibt es ja auch noch was anderes im Leben. Ja, so sollte man das sehen. Sag mal, ist in der Schweiz irgendwas passiert, was du uns noch nicht erzählt hast? Ich muss vor der Schule noch was im Internet nachgucken. Schönen Tag. Denkst du dasselbe wie ich? Ja. Hoffentlich bricht er ihr nicht auch so das Herz wie Niki. Auf jeden Fall ist er in diesem Zustand verdammt gut zu ertragen. Schönen Abend gehabt gestern? So schön wie eine Autopanne halt ist. Wieso? Sowas kann doch sehr reizvoll sein, ne? Nicht, wenn man stundenlang auf den Pannendienst warten muss. Jetzt sag bloß nicht, ihr hattet Probleme, die Zeit so zu schlagen. So eine einsame Landstraße ist nun mal kein Vergnügungsviertel. Ach komm, Mann und eine Frau, so mitten in der Nacht, ganz alleine. Da gehören immer noch 2 zu. Dann habt ihr also nicht? Nein. Tja. Vielleicht solltest du mal über deine Taktik nachdenken. Ich mach's auf meine Art, okay? Hey! Andrea hat doch ewig lang nichts mehr mit dem Kerl gehabt. Da musst du ran, sonst passiert gar nichts. Wenn ich einen Rat haben will, dann frag ich dich. Also halt dich da am besten einfach raus! Wollt ihr nur helfen? Halt dich da einfach raus! Damit hilfst du mir am meisten. Hey, hey, hey. Was ist denn mit dem los? Das wüsste ich auch gern. Immer wenn das Gespräch auf Andrea kommt, dreht er durch. Er ist halt verliebt. Nee, nee, das ist was anderes. Als ob man in einer Wunde rührt oder so.
Eher wie schlechtes Gewissen. Quand on est seul sur son étoile et qu'on regarde passer les trains, quand on trinque avec des minables, qu'on dort avec des moins que rien, quand on réécrit à sa mère et qu'on pense aux économies, quand on invente des prières pour des bons dieux. Wow! Da traut man sich ja gar nicht mehr reinzukommen. Gefällt's dir? Das ist ja der Hammer. Bisschen wenig los, hä? Ja, es ist ja noch ein bisschen früh für gestern. Außerdem muss ich der Laden erst mal rumsprechen. Und? Kannst du dich mit Bastian wieder vertragen? Hat sich noch nicht ergeben. Milchkaffee? Ja. Du wartest doch nicht etwa, dass er kommt, oder? Tinka, ich krieg das hin. Ja? Außerdem hast du dich bei deiner Mutter gemeldet? Mm-mm. Muss ich auch noch. Soll ich mitkommen? Klär du lieber deinen Stress mit Bastian. Sonst hast du bald befreundet wie ihn. Wir sind wilden Mann rüber. Ich will mich jetzt in der Schule abmelden. Ja, traurig. Ich hab's mir leichter vorgestellt. Tinka, bring das Ganze hinter dich, dann geht's auch wieder besser. Ja? Und bring das mit deiner Mutter. Ja, alles der Reihe nach. Erst gehe ich mal in die Schule. Jetzt stoßen wir erstmal auf dein neues Leben, okay? Bin natürlich wild entschlossen. Und was das Wichtigste ist? Es stärkt die Nerven. Das ist genau das, was ich brauche. Ich hab doch Glück bestellt. Ja. Stift. Das ist es. Die nehme ich. Die Musik, das ist es. Genau die Musik brauche ich. Ach so, ja, klar. Ich komme mir vor wie der Aufräumtrottel hier. Hallo, Andrea, was gibt's? Ist Roman da? Ich muss dringend mit ihm reden. Also, normalerweise ist er um diese Zeit in der Praxis. Ja, da war ich eben. Die machen Mittag. Moment, ich schau mal nach. Roman, Besuch für dich. Roman? Tut mir leid, er ist nicht da. Entschuldige die Unordnung. Hoffentlich stört's dich nicht, wenn ich nebenbei ein bisschen rumräume. Nein, nein, ich muss sowieso wieder los.
pervers, oder? Das ist halt ein medizinisches Lehrobjekt. Klar, aber wozu braucht Roman sowas in seinem Zimmer? Manche Menschen haben schon seltsame Neigungen. Dann gehe ich mal wieder. Soll ich ihm was ausrichten? Ja, sag ihm einfach, dass ich da war. Okay. Nee, lass mal. Sag ihm nichts. Wie du willst. Wiedersehen. Ciao. Hi. Hi. Ich wollte nur mal gucken, wie es bei dir so läuft. Hast du Hunger? Nee, dafür würde ich bestimmt nicht hierher kommen. Was zu trinken? Auch nicht. Basti, ich schätze, du bist ziemlich sauer auf mich. Was kann man wohl sagen? Sag mal, wie lange sind wir jetzt schon Kumpels? Eine Ewigkeit? Dann sollten wir doch sowas aus der Welt kriegen, oder? Freunde? Freunde. Darauf trinken wir erst ein. Nee, danke. Für mich ist es noch zu früh. Irgendwann kommst du auch noch dahinter. Wohin dann? Ja, was im Leben angesagt ist. Ist doch mal Zeit geworden, dass hier einer ein bisschen Pep rennen will. Ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass du hier mit dem großen Umsatz machst. Als Tom den Laden noch hatte, lief er wesentlich besser. Du hast doch nur Angst vor Konkurrenz. Quatsch. Ich würde es dir ja gönnen, bei Gott. Aber ich glaub's einfach nicht. Dieser Laden hier wird mehr einbringen als alle Läden in der Galerie zusammen. Und davor habt ihr Angst. Ganz einfach. Träum weiter. Nur auf dein Schülerpublikum bin ich doch überhaupt nicht scharf, nuckel stundenlang an irgendwelchen Saftgläsern rum. Es läuft hier anders. Wenn du dir nicht helfen lässt, dann fall halt auf die Schnauze. Warte, ich helfe dir. Mir wäre es lieber, wenn du dein Abi gemacht hättest, anstatt zur Kellner. Wenn ich die Chance gehabt hätte, ich hätte was anderes gemacht. Mama, bitte. Wegen gestern, das tut mir ehrlich leid. Ich will dich wirklich nicht bevormunden, aber ich mache mir Sorgen um dich. Ich weiß. Du hattest recht, der Job in dem Reisebüro ist wirklich nichts für mich. Freut mich, dass du noch mal darüber nachgedacht hast. Ich habe mir ernsthaft Sorgen gemacht, dass du dir wegen ein paar Flausen die ganze Zukunft verbaust. Mir ist alles etwas so blauäugig angegangen. Aber jetzt... Das ist ja auch egal. Hauptsache, du machst die Schule zu Ende, hm? Mama, ich habe mich abgemeldet. Was? Ich will Modedesignerin werden. Gestern Reisekauffrau, heute Modedesignerin, morgen Wurstverkäuferin oder was? Das ist ungerecht. Ein Beruf ist doch keine Spielwiese. Ich meine, da trifft man doch Entscheidungen fürs Leben. Denke ich, verstehe dich nicht. Du versuchst es doch auch nicht mal. Ja gut, dann erklär's mir. Ohne gutes Abi und ohne Fremdsprachen habe ich als Reiseverkehrskauffrau null Chancen. Ja, aber das ist doch ein Grund mehr, sich in der Schule anzustrengen. Da kann ich mich doch anstrengen, wie ich bin. Ich schaffe doch gerade mal ein Dreier-Abi. Aber was ich kann, das ist Zeichnen und Nähen. Von seinem Hobby kann man doch nicht leben. Ja, aber deswegen will ich es doch auch von der Pike auf lernen. Ich will mich bei den zwei besten Modeschulen in Düsseldorf bewerben. Ja, meinst du, hast du eine Chance? Ja, bestimmt. Ich habe so viele Klamotten und Entwürfe, die werde ich einfach zusammenstellen. Das scheint dir ja diesmal wirklich ernst zu sein. Und ob. Olli hat mir sogar versprochen, professionelle Fotos von meinen Sachen zu machen. Ich hoffe bloß, dass deine Begeisterung nicht allzu schnell wieder nachlässt. Sag mal, heißt das, du bist damit einverstanden? Bleibt mir ja nichts anderes übrig. Hoffentlich bereust du es nicht irgendwann. Bestimmt nicht. Hey, jetzt hättest du fast die Palette abgekriegt. Das ist es mir wert. Oh, lauter kleine Landeplätze für Küsse. Habe ich einen vergessen? Oh. Geh dich waschen. Ich habe noch zu tun. Muss dir ohne einen Kuss. Ich brauche ungefähr noch eine Stunde. Ist das okay? Lass dir Zeit. Ich wollte ja auch nur fragen, was die überaus erfolgreiche Künstlerin am Abend zu sich zu nehmen gedenkt.
Für diese niederen Instinkte habe ich im Moment leider keinen Kopf. Ich könnte mich opfern und die Küchenarbeit übernehmen. Heute bin ich aber dran. Ich habe dir eine Druckerpatrone mitgebracht. Mir? Ja, deine war doch leer. Übrigens hast du was an der Nase. Das ist ein Sommerthema. Woher weißt du das? Die Farbe erinnert mich an Gauguins Südseebilder. Die ist so warm, dass man reintauchen möchte. Gauguin? Sag mal, ist das wirklich mein Sohn oder haben sie uns einen Klon zurückgeschickt? Ja, so genau weiß ich das auch nicht. Ich kann mich auf jeden Fall nicht daran erinnern, wann er mir das letzte Mal was eingekauft hat. Und wann er in warme Farbe eintauchen wollte. Das liegt an der Schweiz, eindeutig. Und wenn du mich fragst, wir sollten ihn öfter dahin schicken. Oh Mann! Hallo, Michael. Hallo. Lass mich raten. Du stehst auf Antonio Banderas, stimmt's? Voll daneben. Der hat mein Herz geklaut. Was? Anthony Hopkins? Ist er nicht ein bisschen alt? Schon möglich. Aber er ist ein verdammt guter Schauspieler. Noch welcher? Oh ja, gern. Du, es war gar nicht so leicht, eine Karte zu kriegen. Ich habe, glaube ich, die letzte erwischt. Falsch. Ich habe die letzte. Hallo, ihr beiden. Hallo, Roman. Ich guck dann mal nach meinen Leuten. Viel Spaß. Dir auch. Ich dachte, du bist müde. Ehrlich gesagt, ich hatte gehofft, dich hier zu treffen. Danke. Ja, da hast du Glück. Ich hab's mir wirklich überlegt. Und ich wollte dich früh ins Bett gehen, wegen gestern Abend. Ich wusste aber, dass du die Premiere auf keinen Fall verpassen wolltest. Du hörst gut zu. Und wie geht's dir? Du wolltest doch zum Hals-Nasen-Ohrenarzt gehen? Ja, war ich auch. Hat nichts gefunden. Mein Schwindel kommt wahrscheinlich doch von dem Stress in letzter Zeit. Ich glaube, ich muss dir was erklären. Andrea, musst du nicht. Ich bin ja auch nicht böse. Ich wollte dir wirklich nicht wehtun. Es ist nur... Andrea, das, was ich dir gesagt habe, das meine ich noch immer so. Ich habe dich wirklich sehr, sehr gern und du hast Zeit mit allem. Ich möchte, dass du das weißt. Danke. Wollen wir? Ich bin froh, dass wir das ausgeräumt haben. Jetzt kann ich den Abend genießen. Komm. Manuel? Ja? Wie lange willst du denn noch am Computer sitzen? Ich bin schon seit Stunden allein hier. Wo ist denn Regina? Die hat immer noch ein Rendezvous mit einer Leinwand. Ja, dann probier dich doch mal als Muse, vielleicht geht's dann schneller. Das habe ich schon probiert. Es nützt nichts. Ja, ich komme gleich, noch 2 Minuten. Gregor freut sich wahnsinnig auf eine Nachricht von Emilia. Ganz lieben Gruß und Abschied. Ja. Bin ich mit der Ausbildung erstmal fertig bin, das war mal das beste Teil aus meiner Kollektion. Schön bin ich abgeschieden. Ah, wenn du willst, dann mache ich dir auch einen Wickelrock. Oh, das lass dir lieber. Da war ein teures Zeug hier rumstehen. Der gehört meinem Vater. Ich meine, hat ihm gehört. Hat den guten Geschmack? Normalerweise hat er sowas nicht getrunken.
Wir haben ihm die Flasche zum Geburtstag geschenkt, weil er eine Schnapszahl gefeiert hat. 44? Mhm. Da haben wir noch nicht gewusst, dass es sein letzter sein wird. Boah. Sag mal, hast du Knoblauch gegessen? Das stinkt erbärmlich. Du, als Chef eines Edelrestaurants, da musst du die Sachen probieren, die du verkaufst. Na, ich wusste ja gar nicht, dass auf der Karte Knoblauchsalat stand. Salate rôti de Saint Grand Veneur, wenn ich bitten darf. Was bitte soll das sein? Kaltes Hirschfleisch in Bordeaux-Soße, du Banause. Bordeaux-Soße? Das ist eine Rotweinsüße. Ja, das weiß ich. Du glaubst du nicht etwa, dass ich von einem Rotwein probiert hab? Ja, wer weiß, den Knoblauch hast du ja auch getestet. Du kleine misstrauische Schöne, warum vertraust du mir nicht? Schwörst du, dass du nichts getrunken hast? Beim Bad von meinem Onkel Ferdinand, ich schwör's. Welcher Onkel Ferdinand? Sag ich dir gleich. Bin sofort wieder da. Ich hätte nie gedacht, dass diese völlig antiquierte Geschichte so spannend sein kann. Stimmt. Vielleicht gucke ich mir den Film noch mal an. Tja, dann... Bleibst du noch auf ein Glas Wein? Gerne. Ich frage mich, warum die gleiche Frage bei Männern etwas Anstößiges hat und bei Frauen nicht. Weil der Mann sie auch anstößig meint. Deshalb. Gib mir den Korkenzieher, Kleines. Ich mach das für dich. Ja. Okay, Cowboy. Oh, Mist! Oh. Ach, immer fallen die teuren runter. Mist. Lass mal, ich mach das für dich. Nicht, dass du dir auch mal in den Finger schneidest, ne? Das nächste Mal nehme ich Pappbecher. Sag mal, wo ist denn eigentlich der Mülleimer? Au! Oh. Arsch! Oh, tut das weh. Gott, oh Gott, oh Gott. Halt. Oh je. Komm, setz dich erstmal hin. Ja. Wurdest du? Ich glaube nicht, nee. Oh. Lass ich dich. Das gibt mir Beule. Oh je. Ich hol dir was zum Kühlen. Mhm. So. Hier. Finger weg. Oh ja. Oh. Tut's noch sehr weh? Sollte ich es in Farben ausdrücken? Oder in Zahlen? Wenn du schon wieder Witze machen kannst, dann kann es ja wohl nicht so schlimm sein. Doch. Ich wäre nur viel lieber der Held vor dir. Willst du hierbleiben heute Nacht? Möchtest du denn, dass ich heute Nacht hierbleibe? Unverhofftes Angebot. Werden Westermeyers Träume endlich wahr oder macht Andrea wieder einen Rückzieher? Im nächsten Marienhof. Diese Sendung wurde gesponsert von Joy, dem Trendmagazin für junge Frauen. Marienhof-Fans, aufgepasst! Das offizielle Magazin zur Serie. Jetzt im Handel.